Anstatt dass wir nun das Produkt dieser Schülerbeiträge mit dem Taschenrechner ausrechnen und anschließend hier eintippen, lassen wir gleich Excel rechnen. Das können wir mit einer sogenannten Formel machen. Wenn ich in dieses Feld doppeltippe, so kann ich gleich zu schreiben beginnen. Eine Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen und du siehst in der Funktionsleiste, kann man da auch fast bequemer noch schreiben, weil es ein bisschen größer ist. Jetzt möchte ich also die Anzahl der Schülerbeiträge, das wäre also das Feld C5, mal, das ist Umschalt 3, dieses Sternchen, den Einzelbetrag 75, das ist im Feld E5. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, so wird diese Formel, die ich eingegeben habe, ausgerechnet und ich erhalte das Ergebnis. Der Vorteil liegt auf der Hand. Nehmen wir an, kurzfristig musste ein Schüler sich abmelden, weil er krank wurde, dann sind es nur 18. Da kann ich hier einfach das Ergebnis ändern und automatisch wird mir auch das Produkt aktualisiert. Das mache ich jetzt aber wieder rückgängig über diesen Pfeil hier, beziehungsweise das Dreieck nebenan, kannst du zu jedem beliebigen Schritt zurückkehren oder mit Befehl Z wie immer einfach einen Schritt zurück. Ergänzen wir noch die zweite Zeile. Hier haben wir nur gerade einen Gesamtbetrag, das wären 21,70 Franken. Das 0 kannst du dir sparen und auch Franken, das kommt erst später dann, das wird automatisch dann eingefügt. Ja, jetzt wollen wir ja noch das Total dieser Einnahmen. Und auch hier wieder lassen wir Excel rechnen. Ich könnte jetzt alle diese einzelnen Elemente zusammenzählen. Macht in diesem Fall weniger Sinn, wenn ich nämlich dann zwischendrin wieder noch einen Posten hinzufügen muss, dann muss ich das auch in der Formel noch aktualisieren. Einfacher ist es in diesem Fall, die Summe zu wählen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du hast es gleich hier, Summe, und automatisch wird dir der Bereich aufgezogen, wo du diese Summe findest. Die kannst du nachträglich auch noch über diese Anfasser in der Ecke ändern. Wenn ich auf Enter tippe, so wird mir das ausgerechnet. Weitere Formeln übrigens findest du hier oben. Hier sind sie thematisch sortiert oder du kannst auch über Funktion einfügen. Diesen Formelgenerator einblenden lassen, der ist recht praktisch, weil zu diesen Formeln jeweils unten auch ein Beispiel gemacht wird und du eine Erläuterung erhältst, was du zu beachten hast.